Okay, ist offen. Na los, Wake. Ellen ist irgendwie so ein bisschen stumpf, wenn es darum geht, irgendwie durch Türen zu laufen. Wow. Was? Wir lassen Hirschfest immer an, die ganze Nacht. Wieso? Tja, das ist Tradition. Okay, cool. Kann man machen. So, Manuskriptseite. Damit das Dunkel die Freiheit erlangte, musste der Schriftsteller die Geschichte beenden. Immer wieder erlaubte die Handlung, dass es ihm frustrierend nahe kam, ohne ihn fangen zu dürfen. Es war an das Manuskript gebunden. Doch es konnte den Schreiber indirekt jagen, andere auf ihn hetzen und die aufhalten, die ihm helfen wollten. Das Dunkel übernahm alle und machte sie zu Marionetten, die es auf Alan Wake hetzte. Ich frage mich eigentlich, also klar, die Dunkelheit will, dass wir das Manuskript beenden. Wir müssen durch den Keller zum Parkplatz. Klar. Was wäre denn, wenn wir es jetzt nicht beenden würden? So klar, wir würden halt Alice nicht wiedersehen. Und wahrscheinlich würde Bright Falls ewig hier diesen Fluch anheim gefallen sein. Aber die Option jetzt, die Geschichte zu beenden, ist doch eigentlich auch nicht wirklich eine Option. Weil dann bekommt die Finsternis das, was sie will. Das kann ja nicht sein, das, was wir wollen. Das ist doch, also... Ich meine, hä? Nee, ohne Scheiß. Also, tatsächlich sieht es relativ aussichtslos jetzt erstmal aus. Oder wir schreiben die Geschichte so um, dass wir quasi als mit einem Vorteil oder als Gewinner passieren. So, ich muss leider mal auf die harte Tour kurz hier mal raumfordernd arbeiten. Ne, weil letztendlich können wir ja tatsächlich... Meine Fresse, ist aber auch hier wirklich Freddy Krüger-stylig hier. Oh, warte mal. Nee, okay, ja, nur so Funkenschlangen da drin. Ja. Das ist eigentlich so der einzige Weg, den ich jetzt gerade sehe, wie wir eventuell rauskommen hier. Haben Sie denn noch drauf gewählt? Ziemlich viele Sheriffs oder halt Deputies, wenn man es möchte. Ja, schöne Brocken alle. Der hat wohl das Licht gesehen, hä? Harry! Hat euch nicht gefallen? Nein, hat er nicht oben, ne? Hat er nicht oben. Was? Wofür die Weihnachtsbeleuchtung? Ach. Zum Schutz, Mann! Wie Knoblauch gegen Vampire. Vampire. Zum Helikopter müssen wir über den Parkplatz und den Hügel rauf. Na los! Das ist ja geil. Ich dachte wirklich irgendwie, er macht jetzt jedes Mal die Hand vor der Sicht irgendwie, sobald wir ihn blenden. So, schnell hier vorne an den Emergency-Kasten. So, schöne Plymouth hier wieder. So, haben wir hier noch irgendwo eine Seite? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, gut. Weiter geht's. Also, Barry sieht schon wirklich... Barry ist ja mein absoluter Favorite hier. So. Ich würde es auch gut finden, wenn ich hier irgendwie eine Dose Red Bull oder was finde, damit ich hier mal ein bisschen länger sprinken kann. Mein liebster Ort auf der ganzen Welt. Nicht, dass man mit Red Bull länger sprinken könnte, aber ich muss nur eines vielleicht hätte ich Dingern ansehen und sie sterben. Das ist mein flammendes Auge von Mordor. Oh, Herr der Ringe-Joke. Okay, jetzt schöne Ding. Ja. Hey, ich will auch eine Stirnlampe. Die letzte. Alice hatte geschrien, bis sie keine Stimme mehr hatte. Um sie herum war die Dunkelheit mit Leben erfüllt. Es war kalt und feucht und bösartig und ohne Ende. Sie war eine Gefangene, inhaftiert an diesem finsteren Ort. Der Schrecken hätte ihren Verstand ausgelöscht, doch eines ließ sie durchhalten. Sie konnte Alan in der Dunkelheit spüren. Sie konnte ihn hören. Sie konnte die Worte sehen, die er als flackernde Schatten niederschrieb. Er spürte sie auch. Er versuchte, zu ihr zu gelangen. Mistka. Also wie gesagt, ich kenne nicht die Story von Alan Wake, hat mir auch wirklich binnen der Jahre jetzt hier kein Let's Play oder irgendwas gegeben diesbezüglich, weil ich es immer mal spielen wollte. Und ich frage mich tatsächlich, ist denn Alice jetzt tot? Können wir Alice wirklich retten noch irgendwie? Oder ist sie aufgrund des Plots einfach tot und wir schreiben uns hier einfach bloß irgendwie eine Wunschfantasie aufs Blatt? Also. Und du dich zu jemandem in den Hubschrauber setzt, der gar keinen Pilotenschein hat, dann bist du abreisebereit. Na okay, da vorne glänzt noch was, ich muss leider hin. So, bei dem komischen Grusel-Van hier. Da sind Sachen hinten drin. Van-Granate, wunderbar, die nehme ich natürlich mit. So, du kriegst das hier. Hat doch daneben geschlunzt. So, okay.
War auch Gott sei Dank bloß eine Leuchtfackel? Weil in alleine so eine Brenngranate, das wäre. So was wie euch hier, komm. Da mach ich doch mal die so schön hätte. Oh, Alter, er ist immer noch am Start. Alter. Deine Lichterkette bringt's, Mann. Ich werde mich nie daran gewöhnen. So, ja, na, bei so einem Typen mit Kettensäge, da mache ich doch gerne mal den Gönjamin und schmeiß einfach mal eine Granate in den Club. Der Helikopter ist gleich da vorne. Ich brauche etwas Zeit, um den Start klar zu machen. Oh, Black Hawk. Ich will hier endlich weg. Hat vorhin auch schon oder beim letzten Mal schon so richtig gut funktioniert mit dem Hubschrauber. Ich bin, wie gesagt, echt skeptisch. So, und wie viel jetzt hier schon wieder liegt, das heißt schon wieder. Ach Gott, das klingt auch hier. Ja, mit Lampen noch, kannst vergessen. Das wird jetzt hier gleich für einen Fight geben. The Battle of Yaldabaoth. So, okay. Kann ich hier rein? Nee. So, dann nehmen wir noch eine Thermoskanne. So, okay, überall. Da vorne. Batterien ebenfalls voll. Okay. Holen wir uns noch die Thermosflasche. Badabim, weil ohne Kaffee geht hier mal gar nichts, Freunde. So, hier vorne sind wir noch. Und. Nicht überraschend, die Finsternis. Sagt die. Oh, bitte nicht über die Fahrzeuge. Oh Gott. Oh, Shish-Kebab, so, dann kommen auch schnell die Granaten, so. Oh Gott, oh Gott. So, machen wir mal anders. Nee, noch nicht anders. Hubschrauber, Mann! So, kommen alle schnell hinter mir. Take it! Oh. Und man schmeißt sie mit Stahlträger. Na, vorne kommt schon wieder welche. Über den Zaun geklettert. Jetzt hat er ja schon wieder Pistolen für die Leuchtmono genommen. Für die Leuchtmono. Ach du Scheiße. Da. Ihr Pack. Verwaltungsangestellter. Wer bist du? Who are you? Komm hierher. Ah, die Kampkins. Oh. Ey, ohne Gesicht verletten hier. Voll Blase. Du nicht? Und ohne schmeiß hier nicht mit deiner Äxte. Drei Schmiedchen. Das ist ja wahr. So, da hast du. Wahrscheinlich war er schon lange von der Finsternis befreit und ich hab mir einfach wieder die letzten Platz angestellt hier. Okay. Den Angriff überstehen. Schön. So, schnell nachladen. Zip. Schön, dass du fast stark bist. Das freut mich. Ich bin nur fast tot. Au. Träger, da kommt er. Swamp, Alter, das ist aber auch. Uah. Es geht nur hin.
Du hast ja einfach die Zeit, die du brauchst. Es, ne? Zähl auf ihn. Zähl auf ihn. Genau. So. Na los. Okay. Ich wäre bereit. Machen Sie dem ein Ende. Bringen Sie mich einfach zu Weaver, Sheriff. Du setzt alles auf eine verrückte alte Lady, Al. Ich hoffe, du liegst damit richtig, sonst ist diese Stadt verloren. Ist jetzt so geil, wie Barry synchronisiert das irgendwie. Oh nein, Mann, das können wir so nicht tun. So, hoffentlich. Sofort in Outlast 2 über. Ich schätze, ihr Newyorker seid solche brenzligen Situationen gewöhnt. Klar, die Stadt ist ein Kriegsgebiet. King Kong, mutierte Alligatoren und Alex Casey mischt jedes Wochenende alles auf. Hören Sie, bis vor ein paar Tagen habe ich noch nie eine Waffe getragen. Mein Vater war früher mal Cop da. Er hat mir ein paar wilde Geschichten erzählt. Solche Geschichten? Nein, nein, nur das übliche Böse. Quasi wie in Ihren Büchern, Wake. Ich habe Dad immer damit aufgezogen, dass er war wie Alex Casey. Sie haben es gelesen? Na klar. Sie schreiben ziemlich gut. Etwas übertriebene Metaphern vielleicht. Das hat mir noch niemand gesagt. Wir nähern uns dem Kraftwerk. Sehen Sie das erleuchtete Gebäude? Und das ist der Staudamm, dort oben am Fluss. Ich kann hier nicht landen. Ich gehe auf der anderen Seite des Flusses runter. Bringen Sie mich hin, Chef. Und da lauern sie doch schon mit zu krähen. Wow, sie hat's hingekriegt. Cool. Smarter Move. So, wo, wie, wo, oh Gott. Ach Gott, überall sind sie. So, schön, schön, schön. Haben wir. Ist das der hier oben noch? Nee. Okay, gut. Wir sind scheinbar wieder auf uns allein gestellt. Europaletten. En masse Europaletten. Aber diesmal muss man mal sagen, wirklich sinnvoll drapiert. So, für die Leute, die schon ein bisschen länger den Kanal verfolgen, irgendwie. Wir haben tatsächlich so ein, ich nenn's mal vorsichtig Spleen, irgendwie in irgendwelchen Spielen ständig Europaletten zu finden. Die so beknackt verteilt sind, wo man denkt so, ja klar, natürlich hat jeder im Wohnzimmer eine Europalette. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ab und zu für Europaletten in Spielen eingehe. Aber wie gesagt, ihr kennt ja den Kanal. So, The Darkness Wears Her Face. So, kann ich das jetzt hier wegschießen? Und ich hab schon wieder... warum habe ich den jetzt... Wieso? Mann... Ich hab allein schon eine Taschenlampe. Warum? Wieso? Habe ich jetzt im Flugzeug, im Hike jetzt im Hubschrauber die Taschenlampe gewechselt? Was denn das für ein Quatsch? Ich habe auch keine Waffe mehr. Also von daher kann auch kurz überlegt, so, finde ich das gut, finde ich das nicht gut? Gerade finde ich es ein bisschen komisch. Na, es war halt immer so die Munitionsbesorgung vor Ort und so, und es ist auch alles okay. Ja, letztendlich lebt ja auch Survival Horror davon, ne? Dass du eben nicht alles so in Unmengen hast. Hallo, Deputy! Haha, das war mein Musikantenknochen, an dem gerade jetzt hier den Hammer abprallte. So, ich hau mal ab. Ich renn mal kurz hier hin. Au! So, ich hab ja auch einfach mal... Au! Das ist voll mein Lieblingsgesicht, lastet! So, manchmal jetzt mit dem Ausweichen und manchmal jetzt mal so, ja nicht, Alter.
So, okay, gut, dann holt mir noch mal kurz ein bisschen Munition von hier vorne raus und dann geht's ab in das Umspannwerk. Frei nach dem Motto, find the lady of the light. Go mad with the night. Let's find a witching destiny. Schrotgewehr. Schrotgewehr-Munition finde ich gut. Frage ist, wo ist Schrotgewehr? Aber hier gibt's auf jeden Fall ein bisschen. Ah, jawohl. Schön. Da haben wir's. So, ich habe auch beschlossen, jetzt als Tribute für Benny ein bisschen mehr mit der Schlunz unterwegs zu sein. Also mit dem Schrotgewehr, weil das Bennys Lieblingswaffe tatsächlich ist. This is just a tribute. Was für Benny, du Motherfucker! Da hast du! So, das hat jetzt... Oh, Chipo Pauchi, mein Schatz! Oh, noch ein großer. Oh, ich muss weg. Badabem, badabum. So, schnell nachladen. So, Alter, was ist los hier mit euch? Warum so viel? Nachladen. Sagen wir mal, ob ihn das noch nach links geflitzt. Oh, wie viel kommt denn von diesen Großen, ey? Muss man mal so einen Rammer, wa? Oh ja, Alter. Und da hat man krampt. So, ich bin weg. Freunde, au! Und ich bin tot. Ja, das lief nicht so optimal. So, lass mal kurz das Equipment checken. Wir haben nicht so viel wirklich coolen Stuff, um jetzt hier richtig geil loszulegen. Scheiße, du kommst nicht ran. Du kommst nicht ran an die. Aua. So, schnell nachladen. Schön. Ja, ich sag ja, mit der richtigen Mucke läuft das. Ja, ist ein bisschen auf die Brachiale, muss ich sagen. Kleine Brechstein-Methode, aber... Was hilft. Alter, was ist los? Stirb! Dein Kumpel auch! So, Pat hat mir natürlich die richtige Mucke wieder angemacht. So, warte mal, hier war noch hier... Nicht daran. Andere Seite, okay. Eine Thermosflasche. So, okay, drei Schuss. Okay. Okay, weiter geht's. Run to the hills. Oh, das Kraftwerk Gott. Leuchtete in der Nacht, ganz nah. Aber ich musste noch einen Weg dorthin finden. Tja, rüberschwimmen wird jetzt keine Option sein. Vielleicht gibt's einen unterirdischen... Tunnel quasi dahin. So, warte mal, hier vorne habe ich doch gerade ein Graffiti gesehen. Da hinten geht's ja wunderbar. Ah, schön. So, what do we got here? Leuchtpistole. Okay, eine Blendgranate und wir haben eine Leuchtpistole gefunden. Das ist super, wenigstens etwas.
Wahrscheinlich muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen mehr mit dem Revolver verteidigen. Oh, cool. Okay, Stromunfall heißt aber auch, dass wir tierisch aufpassen müssen. So, mal gucken, wie ich zu dieser Seite da hinkomme. Oh Gott. Hier rüber? Hier runter? Munition, sehr gut. Ganz kurz mal schauen, mal nachhaben. So. Hab ich schon mal ein bisschen vorbereitet, wenn der nächste Scheiß losgeht hier. Das hätten wir auch. So, okay, wir müssen durch die Tür durch. Oha, ja, unnötig. Oh! Das war wirklich auf dem letzten Zentimeter hier, ey. Ist aber krass, wenn die direkt vor dir stehen. Ich glaube, da liegt mal doch kurz hier zur Schlonze über. So. Manuskriptseite. Wütend auf den Schriftsteller ging Cynthia allein durch das Wasserrohr. Dieser törichte Jüngling ging unnötige Risiken ein. Und wie er die Regeln brach. Begriff er nicht, was auf dem Spiel stand? Seit den schrecklichen Tagen in den 70ern hatte sie nicht einmal gezögert, so schwer es auch war. Sie war es müde, die Stadt all die Jahre zu beschützen. Sie wollte nur noch ruhen. Tja. Ja, aber was soll ich denn sonst machen, Cynthia? Ich muss doch hier lang. Auf jeden Fall ist sie anscheinend durch irgendein Wasserrohr gegangen. Freude! Über diesen Kasten lässt mich hochspringen. Und weiter geht's. Oh, shit. Kann ich hier rein? Nein. Da geht's auch nicht rüber. Ich denke mal, ich werde gleich wieder Feindkontakt haben. Oh, na toll. Vor mir und hinter mir. Das ist ja super. Ich muss hier weg. Also gibt es noch eine Thermosflasche. Ich glaube, da kommen wir sowieso dran vorbei jetzt. Ja, kommen wir. So, okay, dann mal wir erstmal wieder auf den Revolver. Ist auch wirklich eine bizarre Passage hier gerade irgendwie. Also, ne, ist schon klar, okay. Aber warum man jetzt dies in das Spiel einbaut? Nach dem Motto, ah, du musst dich jetzt. Also, hier läuft da keiner durch. Die ist doch fatal. Die ist doch fatal. So, hier oben haben wir einen wunderschönen Sessel und eine Manuskriptseite. Und wir müssen dann sowieso darüber. Okay. Also, wie gesagt, interessantes Level-Design. Tatsächlich hatte man so ein ähnliches Level-Design bei Innocent Mind. Auch großartiges Spiel. Plopp! Zieht es euch mal rein. Nach diesem Video hier. Ist echt gut. Ich glaube, das war sogar mein Spiel 2021. Okay. Ah, schau mal an. Wir haben hier anscheinend so eine Wendebrücke. Interessant, cool. Das wird der Weg sein. Das ist der Weg. Okay, hier finden wir nichts. Dann lass uns mal schauen, wie wir hier die Brücke wenden können. Diese Brückenverwaltungsangestellten. Also wirklich. Leuchtpistolenmunition, wunderbar. Lithiumbatterien. Ah, oh, sehr schön. Die Brücke dreht sich. Perfekt.
den. Was? Warum? Hängt die irgendwo? Da könnte man wirklich mal einer mit WD-40 ran. Was soll das? Oh, okay, alles klar. Ach, hi. Ich verstehe. Oh, no! Ziemlich viele Vögel. So, lass mich mal kurz gucken. Wie ist es jetzt? Oh, so, und wir sind drin. Okay, ich hoffe ich... Oh, Hubschrauber. Wir können den Schwarm abschütteln. Wir sind fast im Kraftwerk. Laufen Sie weiter. Wie ja, schön, dass... Schön, dass ihr abgeschüttelt habt. Ich hab ihn am Start gehabt. Schönen Dank auch. So, Pumpgun. Leuchtfack ist auch sehr gut. Oh, ein Fernseher. Oh, bitte. Eine neue Folge Night Springs. Ja! Ja! Stört jetzt mit dem Hubschrauber da draußen, aber wäre jetzt auch nicht drauf verzichten. Ein Mangel an Kreativität. Hallo Mama, was wolltest du mir zeigen? Oh Lydia, wie gut, dass du da bist. Bitte, es ist im Keller. Oh. Boah, das wackelt hier wie in der Brücke, ey. Geile Wandtextur, muss ich sagen. Finde ich cool aus. Oh, Mama! Oh, das ist fantastisch! Ja, nicht wahr? Ich habe es heute Morgen entdeckt. Das ist super, so ein schwarzes Loch. Irgendwo hin. Aber, oh, ich kann es nicht ansehen. Ja, das tut mir leid. Oh, wo kommen Sie denn her? Oh, ich versuche zu arbeiten. Haben Sie das hier gebracht? So ähnlich. Eigentlich habe ich alles hergebracht, bis auf das. Wirklich? Aber was ist das? Oh, man könnte es wohl ein Loch nennen. Tatsächlich ist es ein Fehl. Ein Fehl von Realität. In Mothers Keller? Ja, dabei lief es so gut, ja? Ich erfand zwei alte Damen und packte etwas echt Seltsames in den Keller. Ein toller Anfang. Aber jetzt bin ich völlig blockiert. Weiß nicht mehr, was ich wollte. Jonathan Frakes vor mir. Und meinen Sie, wir haben Sie hiermit etwas an der Nase herumgeführt? Ja, vielleicht. So, okay, na dann, los. Mit Luftunterstützung stürmen wir vor. Hat ja schon fast ein bisschen was von Call of Duty jetzt hier.